Da hat jemand ein Tor aufgemacht, oder? Ich traue der Sache nicht. Aber die alten Interaktionen waren mir viel lieber. Da hat man sich noch vorgestellt. So, hallo, mein Name ist das und das. Also, ich bin der Fred. Ich bin die Gisela. Und heutzutage... Och, nö. Ich komme mal bedrohlich auf dich zu und schlag dir ins Gesicht oder so. Hallo. Ich darf da wahrscheinlich auch nicht rausspringen. Ist das unser Türschlüssel? Ist auch ein Herz. Aber ich habe kein Herz mehr. Wurde mir ausgetrieben. Schießpulver. Ich brauche auch kein Herz. Ich brauche nur Schießpulver. Ah, hier. Kleeblatt. Komm, unser Glücksraum. Bitte, 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 Glücksraum. Und komm schon. Also, das ist mal eine gute Pose. Was? Warum ist dein Hintern blutig? Ist der große Mann von eben vorbeigekommen und hat ihn vorher uns erwischt? Wenn ja, bin ich sehr dankbar, dass wir sehen, was sonst passiert. Ich hoffe, das passiert uns nicht, was ihm passiert ist. Mein Gott. Sein Hintern sieht nicht mehr so gesund aus. Oh, ein Konfiszierungsbericht. 6211. Datum, der 14. August 1998. Ort APD, Wartezimmer. Konfizierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung: Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhörniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. 6211. Wir haben doch noch einen Tresor, oder? Das ist bestimmt ein 6211. Moment. Ach, haben wir das bei uns? Wir haben es dabei. Okay, ich wollte es bis sonst aufschreiben. Oh, was ist das denn? Das ist ja hübsch. Können wir jetzt das da reinmachen? Austausch? Moment. Aber da ist doch so ein Juwel-Ding drin, oder? Können wir da. Hä? Oh, nice. Danke, danke. Perfekt. Das können wir kombinieren mit dem. Kriegen wir jetzt. Was ist da drin? Oh, was ist da drin? Oh, ein Stars-Abzeichen. Oh. Was? Space nochmal? USB! Für den PC! Oh mein Gott! Ich habe gelernt, Sachen zu untersuchen. Ich habe das in anderen Spielen immer vergessen. Yay! Oh, ich freue mich gerade richtig. Der Bordell schon wieder. Oh mein Gott. Und hier ist die andere Tür. Kriege ich hier einen Schlüssel? Eventuell nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auch egal. Wir haben einen Code. Wahrscheinlich für den Tresor. Übrigens, hübsche Deko. Ich mag das. Für einen Tresor und unser Stars-Abzeichen. Oh, das ist süß, dass wir das Stars-Abzeichen haben. Ich habe da gerade jemanden drin gesehen. Oh mein Gott, meine Augen. Ich habe Angst, wenn wir hier rausgehen, dass irgendwas passiert. Ich könnte es mir vorstellen. Bitte nicht. Bitte sei nicht so vorhersehbar, bitte. Du bist vorhersehbar! Ich hab bitte gesagt. Ich werde aufgenommen. Live-Kamera, Leon hier. Leon S. Kennedy. Wir haben ein Problem. Mayday. Mayday. Jetzt von innen kommen wir da nicht raus. Bitte helfen Sie mir. Im Big Brother Haus geht einiges schief. Der große Superstar. Der hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt. Wir haben sein Opfer entdeckt da hinten. Das Haus ist nicht mehr das, was es mal war. Bitte helft uns. Ich weiß auch nicht, ob das akkurat war. Ich habe Big Brother nie gesehen. Vielleicht sollte ich das mal gucken. Aus Recherchezwecken. Ich kann nicht reden. Kann ich jetzt hier lang gehen oder bin ich tot? Wisst ihr was? Ich gehe doch lieber den alten Weg. Mit den Zombies lege ich mich jetzt nicht an. Außer der Typ ist hier hinten irgendwo, weil dann.
Ih, mach doch nicht so komische Geräusche. Was mit dir? Wer macht das? Ist ein Jockey geworden. Okay, alles gut. Wir müssen auf die andere Seite und wir müssen. Ah, der eine Tresor war in dem anderen Büro, richtig? Ich glaube ja. Kommt der jetzt hier raus? Oder ist er unten? Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten. Lauf! Soll er unten bleiben? Das interessiert niemanden. Also, was haben wir gerade? Wir müssen zum PC. Oh, beim PC ist das Monster. Egal. Damit komme ich klar. Hauptsache, der Typ kommt nicht. Aus meiner Spiel vorhersehbar. Verdammt nochmal. Es war klar, dass da irgendjemand kommt. Helga, ich muss hier nochmal durch. Hallo, Helga. Moment. Wir müssen da lang, glaube ich. Weil oben war doch immer noch zu, ne? Da kamen wir gar nicht dazu, das wieder aufzumachen. Mann, ist hier viel Blut. Das Viech ist hier nicht mehr, ne? Das war ja nur oben, glaube ich. Hoffe ich. Oh, bin ich erschrocken. Bete ich, was ist denn das hier? Ist das der PC-Raum? Das ist der PC-Raum! Ich dachte, wir müssen noch einer oben. Wenn jetzt die Mac bekommen, dann müssen wir wieder an unser Lager gehen. So, jetzt bitte einmal. Das ist voll cool, mit so einem Abzeichen den USB zu haben. Kannst du bitte aufmachen? Oh, warum lädst du so lange? Warum bist du so laut? Psch, okay. Psch. Ich kann keinen Lärm gebrauchen. Lightning Hawk! Ab auf Platz 1. Und ein Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars, Kameraden. Wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Oho. Händchen gehalten. Ohoho. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield. Ach so. Chris und Claire. Ach, das ist ihr Bruder, richtig? Soweit ich mich an dich erinnern kann, war das ihr Bruder? Aha. Also ist er immer noch im Urlaub? Na, vielleicht ist das ganz gut für ihn. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass Chris ein Typ wäre, der dann zurückkommt. Moment, hat er doch auch getan, ne? In dem fünften Teil? Nee, im fünften Teil war er immer noch im Urlaub, oder? Im fünften Teil war er doch in irgendeiner Wüstengegend. Ach, ich weiß es nicht mehr. Außerdem höre ich die ganzen Geräusche. Was soll das? Könnt ihr das bitte wieder mitnehmen? Oh, ich glaube, er ist in der Nähe bei uns. Der ist hinter uns irgendwo. Ist er da hinten? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht rausfinden. Ich gehe. Ich habe Besseres zu tun. So, jetzt mal ganz kurz. Fusa. Ich weiß nicht, wo ich das Zahnrad brauche. Schlüssel ist noch nicht aufgebraucht. Unsere Munition müssen wir wiederholen aus dem Lager. Also müssen wir sowieso zum Lager als erstes. Dann haben wir die Zahl. Das war das, ne? 6, 2, 11. Also müssen wir noch den Tresor finden. Helga? Kannst du für mich Wache stehen? Da ist so ein Wahnsinniger hinter mir her. Das klang aber nicht so gut, Helga. Ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen. Yo, Marvin! Was geht ab? Ja, du kommst die Treppe hoch und ich hier runter, ja? Ist das okay? Perfekt, danke. Ich höre irgendwo den Fetten mit den Schritten. Ich habe die immer noch nicht aufbekommen. Das ist ärgerlich. Kann immer noch nicht Leon S. Kennedy machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Schreibtische nicht. Oder kann ich von allen die Vornamen nehmen? Von Elliot, David und Leon. Das wäre vielleicht eine Idee.
So, Moment. Leon, Elliot und David vielleicht? LED ist es nicht. Und so rum? Mann! Und, so? LAPD oder sowas? Das geht ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, es geht alles nicht. Mann, oh. Außen ist der Chip bei uns irgendwo. Ist er beim Lager? Das ist dann ganz aber über uns ist. Sind wir eigentlich im Safe Room auch sicher vor ihm? Ich weiß es nicht. Ich muss durchlaufen. Davon ist das Viech noch. Ja, genau das Viech. Aua! Ich habe anderes zu tun. Aua! Oh, hört ihr das? Ich höre Trampeln. Aua! Lass mich doch rein! Ah! Warum sind hier beide? Das war doch immer nur einer. Warum sind beide da unten? Da war doch immer nur einer. Warum sind das beide? Mann, oh! Licker. Licker sind furchtbar grausame Kreaturen. Ja, das merke ich ja. Mann. Nein. Ah, jetzt müssen wir alles nochmal machen, wenn ich gespeichert habe, ich Trottel. Ah. Jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite gehen. Mann, ich hasse es. Diese verdammten Viecher. Das sollte gerade über uns sein. Diese verdammten Viecher. Warum waren da denn jetzt zwei? Mit einem habe ich ja gerechnet. Da hätte ich ja noch abhauen können. Aber zwei? Seit wann? Das war doch die ganze Zeit nur einer. Aber wir haben 6, 2, 11, ne? Könnte ich nicht hier gucken? Wenn der Tresor ist, dann könnte ich doch... War der denn hier? Ach, warum denke ich denn die ganze Zeit, der war hier? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der war hier. Anscheinend war das... Nicht. Hast du mich erschrocken? Was tu... Was ist das? Schießpulver. Oh, das ärgert mich. Dass wir das nochmal machen müssen. Ja, halt die Klappe da hinten! Den billigen Plätzen. Ich muss jetzt alles nochmal machen. Ich glaube, so viel war das nicht. Gut, dass ich immer aus Verzweiflung speichere. So, wir müssen... Wackelkopf haben. Ah, den haben wir diesmal nicht getötet. Jetzt tot, ja? Waren wir oben? Ich glaube, oben waren wir noch nicht. Das haben wir auch eben gemacht. Nach dem Speichern? Ich glaube, vor dem Speichern haben wir das gemacht. Ja, wir haben es vor dem Speichern gemacht. Der Polizist lebt noch. Er hat seinen Hut noch. Das ist der wichtige Punkt. Das ist wie in The Walking Dead. Officer und Hüte, das sind... Oh, ich habe schon wieder Schritte. Da sind sie sehr stolz drauf. Eigentlich dürften die ihm das nicht mitnehmen. Hier ist noch ein zweiter, das stimmt. Ich hoffe, der Riesentyp wieder kommt nicht zu uns. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Weil letztes Mal, als wir hier drin waren, hatten wir keine... Der kommt hierher, oder? Bitte geh nach unten oder so. Okay. Ich habe Angst. Ich möchte am liebsten jetzt nicht schießen. Ich weiß nicht, ob er auf Lärm reagiert. Oh mein Gott, er kam rein. Er ist bei uns. Ist er wieder gegangen oder ist er noch... Er ist wieder gegangen. Hat er den Zombie geschlagen und ist dann gegangen? Das hat sie so angehört. Okay, wir können uns also vor ihm auch verstecken. Solange wir nicht laut sind. Glaube ich.
Kann er bitte gehen? Oder kommt er wieder her? Atmet der anderen. Oh, hat er eine andere, eine Mini-Hand? Das ist voll die Baby-Hand, die er hat. Er kommt gerade nicht wieder her, oder? Hä? Okay, gut zu wissen. Ich könnte zur Not hier rüberklettern. Kannst du bitte gehen? Ich habe Angst. Oh, hat er mich gehört? Er hat mich nicht gehört. Ich glaube, ich sollte mich jetzt trauen, rauszugehen. Wir müssen nur noch unten, weil der kommt sowieso wieder in unsere Quere. Der wird uns jumpscaren unten mit der Wand, nachdem wir in dem Raum waren, um unsere USB-Dings dazu bekommen. Also das ist gar kein Problem. Hoffe ich. Das ist gar kein Problem. Der wird hier sowieso gleich herkommen. Gar kein Problem. Alles gut. Wir haben keine Angst. Oh mein Gott, ich habe ihn gehört. Mach schneller auf die Tür! Danke für das Schießpulver. Das brauche ich. Die Kiste. Brauche ich auch. Ich weiß nicht, ob er hier reinkommen kann. Nein, ich muss untersuchen vorher. Und jetzt drehen. Space. Mach ab das Ding, ich brauche den Juwel. Das Zepter braucht doch niemand. Das kombinieren wir mit dem. Haben wir alles schon gemacht gehabt. Und das müssen wir auch einmal untersuchen. Gott, ich darf nicht vergessen, Sachen zu untersuchen, Mann. Okay. Moment, können wir das hier auch untersuchen? Ist da vielleicht irgendwas zum Öffnen? Oh mein Gott, tatsächlich. Ich habe nie daran gedacht. Ein Schlüssel, das sieht aus wie ein Autoschlüssel. Ja, Auto 7439. Ach. Okay, wie cool. Das brauchen wir dann wohl später. Und das verpackte Elektroteil müssen wir doch bestimmt auch öffnen. Ja, da unten. Als öffnen muss, das ist aber auch cool gemacht. Jetzt ist es ein kleines Elektroteil, wofür ich das auch immer brauchen werde. Das kann ich nicht sagen. Der Typ kommt sowieso gleich hierher. Auch wenn er gerade woanders war. Ach, doch nicht. Hatten wir nur Pech? Kann sein, dass wir eben Pech hatten, weil er in der Nähe war. Ist er da durchgerusht wie so ein Irrer? Kannst du dir vorstellen? Diesmal gehen wir woanders lang. Überlegen, wie bin ich sonst lang gegangen, dass ich bei der Treppe war? Ich glaube, ich bin immer unten lang gegangen, ne? Ich glaube, anders komme ich da gar nicht lang. Da, die Bibliothek, da komme ich oben lang, aber ich habe den Raum nicht aufgemacht. Also muss ich unten bei den beiden Monstern lang, was nicht gut ist. Ich werde auf jeden Fall vor speichern. Bevor wir das nochmal versuchen. Gott sei Dank gibt es mehrere Speicherorte. Ich glaube, hier gibt es insgesamt zwei. Das reicht mir vollkommen aus. Wir holen uns erstmal die Mac. Deswegen nehmen wir auch die Mac-Munition mit. Die werden wir brauchen. Das Teil tun wir erstmal weg. Das können wir jederzeit wiederholen. Den Schlüssel auch. Den Schlüssel auch. Die Blendgranate, ich weiß nicht. Das Elektroteil. Ich habe keine Ahnung, was wir alles noch brauchen werden. Wir tun das mal alles weg. Wir können es ja jederzeit wiederholen. Und ich gehe jetzt, solange der Typ nicht da ist. Marvin, bitte. Ich habe zu viel zu tun, okay, Marvin? Wir waren mal Freunde. Sei nicht so zu mir. Kann ich bitte die Fenster zumachen? Kann ich nicht. Reicht das? Danke.
Gut ist, ich habe Munition. Ich könnte die Viecher töten, wenn es sein muss. Ich würde es am liebsten vermeiden. Warum laufe ich eigentlich hier lang? Ich muss hier doch gar nicht lang gehen. Ich verschwende hier nur Munition. Oh, hier ist ein Kleeding. Oh mein Gott, wir müssen die Schüsse wiederholen. Nein! Wieso? Wieso ist der Typ jetzt da? Wo kommt der schon wieder her? Ich dachte, er ist auf der anderen Seite der Map. Wow! Nein, 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 nein. Ich habe keine Zeit an mir. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Pass mir die an. Warum sind hier beide? Moment. Lauf, lauf, Leon. Du kannst ausweichen. Du machst das. Ich muss noch zickzack laufen. Zickzack. Es hat funktioniert. Warum bin ich da hinten reingegangen? Wie dumm. Lass mich. Kann er hier reinkommen? Gott sei Dank gibt es Safe Rooms. Ich müsste aber wieder da hinten hin. Da war ein Schlüssel. Verdammter Typ, ne? Ganz ehrlich. Was ist dein Problem? Ich weiß nicht, ich nehme auch die Sachen mit. Nee, das Zahnrad nehme ich doch nicht mit. Das sehe ich gar nicht ein. Ich hole mir das zur Not wieder. Aber erstmal mache ich alles auf dieser Seite. Okay, ich habe jetzt aber noch mein... Ja, das habe ich noch. Ah, dieser Typ. Jetzt ist er auf unserer Seite. Das ist nicht gut. Ich muss doch nach oben. Und er ist jetzt nach oben gegangen. Ah, verdammt. Wir müssen unbedingt bei der Bibliothek den Schrank wegmachen. Das sind sehr schöne Blumen, oder? Findet ihr nicht auch? Wieso kann ich hier an ihn nicht ran? Vielleicht kann ich hier Blitzfotos von ihm machen und dann ist er, wird er schüchtern und geht. Das ist jetzt über mir, oder? Und nicht unten? Ist leiser geworden. Bitte. Bitte sei nicht eklig, Typ. Vielleicht heißt es ja auch, dass das Monster, wenn es jetzt unten ist... Er ist da unten, oder? Er ist oben! Er ist nicht da unten! Er war nicht da unten. Das war eine Lüge. Das war eine Lüge. Bitte lass hier kein Monster sein. Das war eine Lüge, 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 Lüge. Lüge, 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 Lüge. Bitte kommt nicht hinterher, wenn ich das hier mache. Bitte, 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 bitte. Habt Erbarmen. Ja, ja, ja. Mach schneller, PC. Mach schneller, PC. Mach schneller, PC. Muss ich den Typen eigentlich umbringen? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn umbringen darf, muss, kann. Er ist hier. Ich höre es. Bitte komm hier nicht rein. Ich muss das wieder mitnehmen. Bitte komm hier nicht rein. Das war doch ein Safe Room. Ja, es ist ein Safe Room. Den Schlüssel habe ich dir mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen. Gott sei Dank ist das hier ein Safe Room. Oh! Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber... Er kommt jetzt aber nicht wieder, oder? Ich glaube nicht. Ich müsste nach nebenan. War das nebenan? Das war gar nicht nebenan, ne? Das war einer unter uns. Ich muss ja nach unten. Moment, aber ganz kurz, wenn ich schon mal hier bin... Gut, dass wir keine Ausdauer haben in dem Spiel, worauf wir achten müssen. Ist hier ein Raum, den ich aufschließen kann? Das ist mit dem, okay. Ich muss einen nach unten und ganz dringend die Bibliothek aufmachen, weil dann habe ich einen Zugang, der nicht durch diese Höllenloch da unten durchgeht. Durch
Dieses Höllenloch. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich weiß, es sagt jede Aufnahme, aber ich kann nun mal nicht reden. Ich würde auch gerne das hier aufmachen. Wie kriegen wir das hier auf? Ach, nur mit einem Alarm. Und war es noch einen weiter oben mit der Bibliothek? Stimmt, der kam von oben und wir sind verzweifelt nach unten gelaufen. Habe ich gerade so ein Viech schon wieder gehört? Ist das Viech doch noch oben? Was ist denn das zweite Viech? Hör, seit wann ist das tot? Mann! Erschreck mich doch nicht so! Ich glaube, ich habe den Typen wieder gehört. Ich muss hier durch. Tut mir leid, ich habe hier... Ich bin busy. Ich höre den Typen und ich weiß nicht wo. Der Typ, der sieht nicht aus wie jemand, der lesen würde. Obwohl, eigentlich sieht das hier nicht belesen aus, wenn ich ehrlich bin. Er ist nicht belesen! Er sieht nicht nur so aus, er ist es. Helga? Wir haben eine Abmachung. Du solltest mir Bescheid sagen. Warum hast du es nicht getan? Okay. Big Man ist belesen. Big Man kann springen und ist belesen. Er könnte Superheld sein mit seiner Statur. Warum rastet die Musik gerade so aus? Warum laufe ich hier rein? Ich wollte wieder ein Safe Room, aber das ist eigentlich voll ätzend. Egal. Lass mich! Kann ich mich heilen? Ja. Lass mich, ich muss in mein Safe Room. Ich habe Big Man hinter mir und dich! Oh. Ich fühle mich gut. Wenn ich hier drin bin, fühle ich mich gut. Mein Gott, okay. Big Man liest da so gerne. Gut, dass wir das wissen. Toll! Nichts lieber wollte ich in meinem Leben wissen als das. Wir haben eh noch kein anderes, also... Wo, nein, wir behalten es, falls wir eins finden. Nevermind. Mag-Munition, doch, Mag-Munition bleibt. Verdammt. Brauchen wir noch irgendwas von den ganzen Sachen hier? Spitze ist verbogen vom Auto, also können wir das sowieso nicht benutzen, bis wir irgendwas machen. Wahrscheinlich mit dem Zahnrad zu tun hat. Können wir die Sachen mal untersuchen? Vielleicht ist da ja irgendwas dran, was wir gebrauchen können. Das können wir nicht untersuchen. Moment, das können wir untersuchen. Aber nur, wenn wir weggehen vom Lager. Okay, untersuchen. Ist da irgendwas, was wir brauchen können? Nein. Okay, und das? Können wir das untersuchen? Ist da irgendwas? Wir behalten es im Inventar und sehen, was wir machen. Ich glaube, er ist wieder in der Bibliothek. Nein, er ist irgendwo links. Oder doch in der Bibliothek. Ist er nah? Das klingt sehr nah. Das klingt, als ob er hinter der Wand wäre, so zwei Wände weiter. Warum ist er denn so schnell? Ich glaube, ich sollte die Biester, die hier sind, mal töten, damit ich hier wenigstens meine Ruhe habe, wenn ich hier langlaufe. Auch wenn ich die Munition gerne aufsparen würde. Aber ich habe ein bisschen Angst. Oder ich gehe woanders lang. Ist okay, ich gehe woanders lang. Tob dich woanders aus, okay? Such dir... Was war das? Das war da unten, oder? Ja, ich meine, das war der unten. Bet mir, weil das unten war und nicht hier. Es war unten. Puh, ich hatte kurz Angst. Solange Mr. X nicht kommt. Wir nennen ihn mal so, weil Mr. X ein Unbekannter. Wir müssen genau einen nach unten jetzt hier. Bitte sei nicht wieder belesen. Nein, Helga, lebst du noch? Helga lebt noch. Sie hat ja geschrien. Ich bin ganz froh, Helga zu sehen. Sie ist eine Konstante in meinem Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie brauche. Aber das ist tatsächlich eine Konstante in meinem... Achso, das ist Helga.
Helga, du bist eine Konstante in meinem Leben, aber das heißt nicht, dass du sie... Das war ziemlich laut. Dass du mich verfolgen darfst. Helga ist aus der Bibliothek entflohen. Mr. X kommt auch wieder. Wo ist dieser Raum, den ich gerade gesehen hatte? Hier. Nicht untersuchen, ich will's aufmachen. Danke. Nein, Zombie, nein. Was ist das? Ja, gut, dass wir es doch mitgenommen haben, das Pulver. Das war wichtig. Aber ich hätte gern die Deagle in der Hand. Oder die Lightning, oder wie sie hieß. Oh, eine Handgranate. Müssen wir diesen komischen Mr. X umbringen? Titanmann? Ein Werkzeug? Ein langes, dünnes Werkzeug. Was sollen wir damit? Oh, die Bibliothek. Die Bibliothek. Perfekt. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Dann können wir wieder gehen. Ich habe Angst, da rauszugehen. Ich höre nichts. Also... Okay. Oh, ich dachte gerade, da steht sonst wer. Nee, ich will meine guten Pistolen nicht, meine gute Munition nicht an ihm verschwenden. Oh, was zur Hölle? Kannst du einfach umfallen, damit ich vorbeilaufen kann? Danke. Du musst nicht ganz tot sein, ich will nur gehen. Ist es über mir? Ich glaube, das war über mir. Oder die Bibliothek möchte ich eigentlich. Ich glaube, ich sollte kurz warten. Ich habe ein bisschen Angst. Helga ist nicht mehr da, um uns zu warnen. Die Musik rastet aus. Ab und zu. Das gefällt mir nicht. Das ist unten, oder? Oder ist das hier? Ich glaube, das ist unten. Mann, Helga, halt die Klappe. Ich muss ganz wichtig hören gerade. Ich glaube, das ist unten. Ja, warum ist Helga eigentlich aus der Bibliothek raus? Das hat sie noch nie gemacht. Ich glaube, selbst ihr ist Mr. X zu viel. Kann ich jetzt oben springen oder wozu? Halten. Nein, Leon. Ich hätte doch nur einmal... Wenn das in der Mitte ist, ist das doch gut, oder nicht? Dann kann ich... Ah, mich erschrocken. Ah, ich kann alle ziehen. Okay, ich kann alle ziehen. Aber ich habe mich so sehr erschrocken, ich bin jetzt die ganze Leiter hochgegangen. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Helga, ich glaube, das wird Zeit, dass wir uns verabschieden. Helga, es tut mir leid. Ich mag dich eigentlich. Aber das war Helgas Ära. Ich muss echt auf Schritte hören und ich glaube, ich höre gerade schon wieder welche. Ich will nicht eine Animation verstecken, während der kommt. Ich glaube, noch ist alles gut. Glaube ich. Wir haben Helga verloren. Das ist ein tragischer Tag heute. Das ist eine Tragödie und ich weiß nicht, ob wir uns von ihr... Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob wir uns erholen können von der Tragödie, aber das Munition, das ist ein guter Trost, würde ich jetzt mal meinen. Bitte komm nicht aus der Tür oben raus. Dankeschön. So, wo führt das jetzt hin? Hier waren wir noch nicht. Eine ganz andere Ecke. Oh, und er ist natürlich auch oben, auch auf der anderen Seite. Kann er hier rüberkommen? Kann er mir eine Handgranate ausrüsten? Die ist ausgerüstet. Kommt er jetzt hierher? Wollen wir mal versuchen, ihn umzubringen? Na komm her, Mr. X.
Da kommt er. Besser weg hier. Kann er nicht an dich sterben? Der ist ganz schön lange niedrig. Er kniet so viel. Ist er okay? Habe ich ihn umgebracht? Ich habe ihn bestimmt noch nicht umgebracht. Er steht auf! Mit Aufstehen habe ich nichts am Hut. Ich bin ja eher so fürs Sitzen gerade. Ich glaube, wir haben ihn beleidigt. Wir haben Mr. X beleidigt. Hihihi, wir haben ihn beleidigt. Hat der kleine Leon dich geschwächt, hm? Haben wir dir Angst gemacht? Da oben sind zwei Zombies. Sieht aus, als ob sie dich unterhalten würden in Lecksprache. Da oben ist er. Hallo! Das Ding stirbt nicht. Der stirbt wirklich nicht. Kann er da runterspringen? Hallo? Was geht ab? Willst du dich mit uns unterhalten? Hey! Guck mich an, gefällig, wenn ich mit dir rede. Oh, kannst du da nicht runterkommen? Hm? Kann er dich anschießen von hier unten? Kann ich ihn überhaupt umbringen? Huch. Oh, hallo. Er weiß nicht, was er tun soll. Ich glaube, ich kann ihn bestimmt umbringen. Wenn ja, es ist der einfachste Bosskampf. Wenn ich ihn dir treffen würde, ich schieße die ganze Zeit daneben. Das kann doch nicht wahr sein. Ey! Mr. X! Guck mich an! Na komm, stirb doch endlich mal. Dein Hut hast du eh schon verloren. Du hast doch gar nichts mehr zum Leben. Ey, das sah aus, als ob es treffen sollte. Du hast doch gar nichts mehr zum Leben als Mister. Bringt das überhaupt was oder verschwende ich gerade meine ganze Munition? Ich bin mir da ja unsicher. Na, da kommst du nicht runter, ne? Ich muss sagen, ich hatte ganz kurz Angst, als er so weit nach vorne gekommen ist. Ich würde aber gerne nach oben gehen, also sollte ich vielleicht auch nicht alles verschwenden. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ob man ihn umbringen kann. Es wäre schwachsinnig, wenn nicht, ne? Ich meine, es ist ein normaler Gegner. Ich würde am liebsten gerne speichern, aber da ist der gute Marvin. Den will ich nicht umbringen. Ich glaube, ich speichere trotzdem. Ich laufe hin, speichere und laufe wieder weg. Hallo, Marvin. Ich kann nicht speichern, weil Marvin da ist. Nevermind. Dann speichere ich halt nicht. Ich glaube, Mr. X, der Titanenmann, hat gerade... Oh, er kommt raus. Ich glaube, er hat gerade... Nee, das hat sich angehört, dass er die Zombies kaputt gemacht hätte. Hat er nicht. Okay, dann nicht. Ich frage mich, wie der Typ High ist. Ich nenne ihn ja nur Mr. X, weil... Ich weiß nicht. X-Faktor und so. Das Übernatürliche. Oder Titanium. Vielleicht sollte ich auch bei Hutmann bleiben. Boah, er wäre ein Sherlock Holmes cool. Er ist einfach Sherlock Holmes. Nummer 2. Der Psychopath. Er ist der Hutmacher. Er ist Mafioso. Mafia-Boss. Der Hutmacher macht Mafia-Boss. Irgendwas in der Art. Aber ich glaube, wir bleiben bei Mr. X. Kann ich da ohne zu sterben rein? Ist er gerade über mir? Kommt er da eigentlich mal wieder weg, oder? Oh. Das hat sich angehört, dass er aber noch weiter über mir war und nicht hinter mir her. Ups. Kommst du da raus, Mr. X? Mixmann. Hutmacher. Hutmacher! Ach Mann, komm doch da weg. Ich will doch nicht. Ich will dieses Spielchen nicht spielen.